Grüß euch Leute, hier spricht Ouroboros und heute mal wieder mal ein interessantes Thema. Und zwar reden wir heute mal über Satanismus. Ja, schon wieder werden sich einige sagen. Aber das Thema sollte man sich öfter mal reinschauen, beziehungsweise sich mal mehr darüber interessieren, weil am Ende geht es darum, wenn man das Thematik hier richtig begriffen hat, um was es geht, dann hat man durchaus die Möglichkeit, einige Geheimnisse dieser Welt zu entschlüsseln, Leute. Und darum ist das sehr wichtig, dass Menschen erfahren bzw. daraus ihren Entschlüsse ziehen, was genau Satanismus bedeutet. Wir reden hier nicht von den sogenannten Mediensatanismus, sondern wir reden von der Hardcore-Seite. Das heißt Hardcore, wo Menschen umgebracht werden, am meisten kleine Kinder. Und das ist schon richtig krass. Das Video mache ich, weil ich heute mal einen Artikel gelesen habe über Satanismus, die ganz frisch nicht ist, aber schon früheren Zeiten darüber geschrieben wurde. Und zwar geht es darum, steht sogar in der Mainstream-Zeitung, Berliner Zeitung, Satanisten töten in Deutschland Kinder, sagte Therapeuten, Sektenbeauftragte und Journalisten. Doch Kriminalisten finden dafür keine Beweise, schwarze Geschichten. Ich lese erstmal den Text ein bisschen vor, damit ihr euch erstmal darüber ein bisschen nachdenkt, was es hier geht. Die Geschichte, die Renate Redenbach zu erzählen hat, klingt wie aus einem Horrorfilm. Menschen werden systematisch gefoltert und sie werden von jung auf trainiert, dass sie die Folter auch aushalten, sagt sie. Sie spricht von satanistischen Zirkeln, die Kinder darauf drillen, sich missbrauchen und quälen zu lassen. Von jungen Frauen, die Babys im Geheimen zur Welt bringen, um die dann bei schwarzen Messen zu opfern. Die Herzen der Säuglinge werden herausgeschnitten und gegessen. Das Blut wird getrunken und das alles wird gefilmt, sagt Renate Renebach. Es geschieht überall in Deutschland seit Jahrzehnten. Von diesen Monstrositäten berichtet Renate Renebach recht routiniert. Ihre Stimme ist sicher, ihr Blick ist fest. Renate Renebach hat eine Mission. Die 55 Jahre alte SPD-Politikerin aus Berlin, die Mitglied des Bundestages und sektenpolitischen Sprecherin ihrer Fraktion war, spricht davon, dass sie eine Stiftung gründen will für die Opfer von ritueller Gewalt. Also bis jetzt erstmal dahin, Leute. Also diese paar Sätze reichen einfach aus, um zu zeigen, dass diese ganze Thematik nicht irgendwie lächerlich ist, sondern hier ist eine unglaubliche Ding am Laufen, sage ich mal. Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, würde man fast sagen. Und wenn man diese ganzen Rituale liest oder beobachtet, den Film anschaut, dann bedeutet das, dass hier innerhalb der menschlichen Zivilisation Wesenheiten existieren, die Menschen opfern, um eine bestimmte Praktik herauszufordern. Das heißt, sie opfern Babys, Kinder mit diesen ganzen schrecklichen Sachen, mit Missbrauch, alles drum dran, ihren Gott Satan. Ja, ihr habt doch richtig verstanden. Der Gott der Satanisten ist der Teufel, der Satan. So, und wenn man sich fragt, wie ist das möglich, dass solche Menschen, die ja, das sind ja nicht einfache Menschen, die hier hin und her laufen, sondern es sind durchaus gebildete Wesen, Menschen, die in Oberschichten arbeiten, in Oberschicht leben, man würde fast sagen, Elite, sag ich mal. Und diese Menschen, ob das Menschen sind, nochmal hingestellt, ich sag einfach mal Menschen erstmal, haben ein weltweites Netzwerk aufgebaut, um ihre Schandtaten zu verstecken, Leute, ne? Ich habe schon in meinen alten Videos gesagt, dass diese Leute alle wichtigen Behörden unterwandert haben, ob das vom kleinen Anwalt bis zum Richter, bis zum Staatsanwalt, selbst bis zur Polizei. Diese Satanisten sind überall vertreten. Und darum hat man, wenn man sich gegen sie anlehnt, kaum eine Chance, mit dem Leben davon zu kommen. Ich kann euch durchaus von mir bzw. meiner Frau sagen, sie wurde schon öfter versucht, getötet zu werden. Sie haben versucht, sie haben ihr Auto manipuliert, alles um dran. Mich selbst haben die auch schon versucht, körperlich anzugehen. Auch gerichtlich sind gegen mich angegangen. Sie haben erfundene Geschichten über mich erzählt. Und durchaus haben sie mich, kann ich euch auf jeden Fall sagen, die haben mich verurteilt wegen einem Nazi. Ich wäre ein Nazi gewesen. Ich hätte irgendwas gemacht. Und das Ganze fing damit an, dass irgendeiner eine Anzeige gemacht hat. Und ich und meine Frau
haben natürlich Nein gesagt, warum soll ich ein Nazi sein? Ich bin selber Ausländer, kann man jetzt sagen. Ich bin mit Nazi, sowas nichts zu tun. Und diese Leute, diese Satanisten haben mich wirklich verurteilt, Leute. Dieses abgekattete Spiel, was gemacht haben, selbst mein Anwalt, den ich bezahlt habe und der selber erst gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, hat mitgespielt in ihrem satanistischen Mister Film, sag ich mal fast. Und dann haben die mich wirklich verurteilt, Leute. Das ist unglaublich, ne? Das heißt, da ich mich ja mit diesen Themen hier in meinen Videos beschäftige, Satanisten und dass die Satanisten selbst da, wo ich hier lebe, überall sind und muss man sagen, sie verfolgen uns ja auch alles rum dran, versuchen unser Leben sozusagen schlecht zu machen, niederzumachen. Die haben sogar unseren Hund getötet, wie ich mal letztes Mal gesagt habe. Das heißt, diese Viecher, diese gottlosen Viecher, gottlos, weil der Teufel ist was anderes, als die sich das vorstellen, Leute. Das will ich auch gleich was darüber erzählen. Und gesagt, von meinen persönlichen Begebenheiten kann ich auf jeden Fall 100% sagen, dass diese Missgeburten existieren, 100%. Und die glauben wirklich, in diesem Video geht es eigentlich darum, an was Satanisten glauben, Leute. An was glauben sie, warum die solche ekelhafte Sachen machen, warum sie Millionen Menschen bestimmten Zeitpunkten, bestimmten Sternkonstellationen opfern müssen, um ihr Dasein am Ende am Laufen zu lassen. Darum will ich gleich was erklären. Nochmals, also wie gesagt, Satanismus ist gegeben mit allem drum dran, mit all diesen schrecklichsten Sachen. Also das ist Wahnsinn, sag ich mal. Ne? Stellt euch mal vor, es werden in ärmeren Ländern Kindern entführt, es werden Geburtsstätten, es gibt so Frauen, die extra bezahlt werden, um Kinder auf die Welt zu bringen, damit sie denen geben können und dann die dann sozusagen opfern, Leute. Es ist krass, also das ist jetzt nicht von mir, es steht wirklich überall im Internet, es gibt Opfer, die ausgesagt haben, sogar vor Gericht, aber ihr wisst ja selber, wie ich gesagt habe, die stecken alle unter einer Decke und darum ist es auch schwer, diese Sachen hervorzukramen, Leute. Aber das Gute an dieser Sache ist ja, wir bewegen uns jetzt hier zu einem bestimmten Zeitpunkt des Existenz, wo die selber nicht viel machen können. Wir reden ja von diesem Endzeiten, wie ich erzählt habe, auch in meinen früheren Videos hier, dass wir innerhalb eines sogenannten Zeitschleife, sage ich mal, ihr seht ja hier den Teufel auf dem Bild und er ist in einem Kreislauf. Also ist ein Kreis. Der Teufel ist mitten eines Kreises und darum laufen die ganzen Satanisten rum, schön tanzen darum. Sie sind glücklich, dass sie wieder existieren können. Ich möchte euch mal ganz kurz erklären, was diese Zeichnung zu bedeuten hat. Dieser sogenannte Zeitschleifer, das heißt, reden wir mal ein bisschen technisch, diese Zeitschleife, diese physikalische Etwas, was unglaublich ist, in dem wir uns alle befinden, ist der Teufel. Der Teufel ist eine mechanistische Angelegenheit. Man würde fast sagen, es ist eine Art Computersystem, in dem wir alle angeschlossen sind, in dem wir sterben, Leute. In dem wir sterben. Und diese Satanisten glauben, dass ihr Gott, dass ja der Teufel ist, das nichts anderes ist als der Ouroboros-Zeitschleife. Also ich selber bin nicht der Teufel, kann ich euch sagen, aber auf jeden Fall geht es ja darum, dass der Teufel als die Zeitschleife selber hingestellt wird. Warum? Weil die Satanisten, wenn sie sozusagen für diese Maschine sorgen, mit Energie, dass es immer am Laufen hält, dann lässt der Teufel sie auch geschehen, beziehungsweise am Leben halten. So, jetzt möchte ich eine interessante Bemerkung lesen, einen kleinen Ausschnitt von einem Satanisten gegeben, von sich gegeben, und das ist einfach unglaublich, Leute. Da schreibt dieser Satanist, ein berühmter, ich möchte jetzt den Namen jetzt hier nicht hier erwähnen, das steht auf jeden Fall online irgendwo, Leute, könnt ihr euch auf jeden Fall dieses, wenn ihr diesen Satz gelesen habt oder gehört habt, jetzt gleich selber suchen. So, dieser Satanist, ein überzeugter Satanist, sagt, Satan liebt dich, so wie du bist. Und ich rate Ihnen noch einmal, ernsthaft nach dem Fürsten zu suchen, dem Gott dieser Welt. Denn Satan kümmert sich um die Seinen. Der erste Rebell und der einzige wahre Retter. Bei uns handelt es sich um das sogenannte umgekehrte Pentagramm, bei dem die vier Elemente den Geist dominieren. Satans Stellvertreter auf Erden ist der Penis. So, da werden sich natürlich viele fragen, was soll das heißen, der Penis hier, bla bla bla. Es geht ja darum, Leute,
Es geht darum, ihr seht ja selber diesen ganzen Obelisken, das ist ja Symbolik eines Phallus eigentlich, das heißt, da kommen wir dem Satan schon ein bisschen näher. Und wenn ihr denkt, dass diese Obelisken in wichtigsten Weltplätzen stehen, zum Beispiel in Amerika, hier in Italien, in Rom, bei dem Petersdom und anderen großen Städten, da fragt man sich natürlich, warum sind Phallus-Symboliken so begehrt bei diesen Leuten, die die Macht haben, sage ich mal. Ganz einfach, weil sie ja Satan anbeten und Satan sozusagen hier als Stellvertreter, er ist ja Gott dieser Welt, der materiellen Welt, und sein Phallus symbolisiert einfach das Lebengebende für seine Leute. Was ist ein Penis? Ein Penis ist da, um Leben zu erschaffen, indem er sich sozusagen mit einer Frau, gegen eine Frau verschmilzt, und dadurch entsteht Leben. Und wenn man die technisch sieht, heißt das nichts anderes, dass der Teufel sozusagen durch seine Energie, man nennt auch früher die Manneskraft sozusagen, den Penis, den Hoden, sag ich mal, wurde er als Mannskraft dargestellt. Und diese Kraft, diese Manneskraft des Teufels belebt sozusagen diese satanistische Welt, in der wir uns befinden, Leute. Das heißt, wenn wir von Volk Satans reden, sind das die Satanisten, die unter uns weilen. Es sind Millionen Leute. Es sind ja nicht so ein paar Leute, die jetzt hier hinterm Rücken die Verschwörungen machen. Nein, es sind Millionen, die weltweit auf ihren Gott beten, achten, ihre Zeremonien treiben, indem sie Blut fließen lassen. Ihr wisst ja selber, Blut ist ja sozusagen Lebensenergie, der Sitz auch der Seele, sagt man immer. Und für die ist halt so, wenn man Blut vergisst oder trinkt, dann nimmt man sogar sozusagen Energien auch von diesem toten Körper auf, von einem Opfer, und gleichzeitig gibt man Energien frei für den Teufel, sage ich mal, für die Maschine. Und viele von diesen Satanisten sind so überzeugt von ihren Taten, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr geht raus, kauft irgendwo ein, ja, der Verkäuferin zum Beispiel Satanisten, die lächelt sie an, ist ganz nett, alles drum, so super Nachbarn. Und abends in bestimmten Zeiten befinden sie sich in welchen unterirdischen Katakomben und tun dann Kinder abmoxen, ihre Blut trinken, alles drum dran, Leute. Also das heißt, diese Geschichten über das Ganze ist kein Scherz. Es ist kein Märchen, es ist ein weltweites Netzwerk von Satanisten, die das gesamte satanistische Welt, sag ich mal, kontrollieren. Und das ist nun mal so. Aber, wie ich schon gesagt habe, in diesem Mechanismus ist so, dass es um Zeitalter geht, dass es auch eine Endzeit gibt. Das heißt, die Geschichte endet, so wie es in der Bibel so fast steht. Und darum geht's, Leute. Das heißt, wir befinden uns im Endzeit. Und jetzt ist das Krasse, dass diese Satanisten, ja, dass diese Satanisten glauben, wirklich glauben, dass Satan, dass wenn sie tot sind, nochmals, hört genau zu, wenn die Satanisten tot sind, dass die wirklich daran glauben, dass der Teufel sie wieder auferweckt. Beziehungsweise, dass sie nach ihrem Tode im Reich Satans mit ihm verbringen, dass sie irgendwelche Ländereien besitzen werden, oder besser gesagt, dass sie sozusagen Unsterblichkeit erreichen werden. Und das Krasse ist, diese Satanisten kennen Geheimnisse, dass sie imstande ist, ihr Bewusstsein, ungelöscht wieder auf diese Ebene, auf diese Erde zu inkarnieren, sage ich mal. Das heißt, übersetzt, wenn einer dieser Satanisten mit ihrem speziellen Gen, was sie da haben, sterben, dann wird ihr Gedächtnis nicht gelöscht, sondern sie kennen ein Geheimnis, ein Verfahren, um die Maschine zu überwinden. Und dann bringen die ihre Bewusstsein wieder in einem Körper rein, also in der gleichen Familie, wo ein Kind geboren wurde. Und in diesen Körper kommt dieses Bewusstsein rein. Das heißt, nicht gelöscht, sondern voll bewusst, Leute. Das ist krass. Das heißt, wenn hier wichtige von den Eliten irgendwelche Leute sterben, die sind nicht tot oder die brennen in der Hölle, nein, diese Leute haben da Vorkehrungen gemacht, dass einer von denen schwanger ist, von ihren Familienmitgliedern, und in diesen Körper werden die wieder reingebracht, Leute. Das ist so ein Geheimnis, das ist krass, also eigentlich ist das Wahnsinn, also es ist nur mehr, ist mehr als Science Fiction, Leute. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass dieser Ort, in dem wir uns befinden, eigentlich auch für alle Menschen eigentlich gleich sein sollte. Das heißt, dass sie lernen sollten, aus ihren Fehlern irgendwie was Besseres zu werden und damit die wieder herauskommen aus dem System. Aber die andere Seite, beziehungsweise der Teufel, Ausführungszeichen, hat dazu gerichtet, dass niemand
von dieser Welt entkommen kann. Ne? Das heißt, nach dem Tode haben die sogar irgendwelche Mechanismen erschaffen, sagen wir mal, Mechanisten auf technischer Basis. Wenn das Bewusstsein sozusagen durch das Lichttor geht, wird das automatisch gelöscht und die Energien werden wieder in die Maschine überführt, sage ich mal. Ne? Und das ist das Krasse, Leute. Satanismus, ihr dürft das nicht einfach so einen Kerl mit zwei Hörnern dargestellt, sondern da gibt es so eine Gestalt als Verwalter der Maschine, sag ich mal. Aber in Wirklichkeit sind diese Wesen, die hier sowas Schreckliches tun, sich gar nicht bewusst, weil sie keine Gefühle besitzen. Diese Satanisten besitzen keine Gefühle. Wie soll man Gefühle besitzen, wenn sie kleinen Kindern das Herz rausreißen, sie fressen, Leute? Was soll man von diesen Gestalten halten? Was soll man von diesen Gestalten halten? Sind das wirklich menschliche Wesen? Und jetzt kommen wir wieder auf eine Tatsache. Können Menschen wirklich so grausam sein? Oder stecken hinter diesen menschlichen Körpern, Anlitzen was anderes? Nichtmenschliche Individuen, die hier ihren Spaß haben, die hier die Menschen sozusagen als Vieh benutzen für ihre Sache, Leute. Also wie gesagt, es ist sehr interessant und dieser menschliche Satanismus, was wir in den ganzen Medien hören und der Mensch hat das und jenes getan. Ich würde mal sagen, hinter diesen ganzen Thematik steckt noch viel mehr. Das heißt, in der ganz obersten Stufe des Satanismus wird weniger menschlich, sondern es wird eher dämonischer, Leute. Also das heißt, wer immer diese Kerle da oben ganz oben sitzen, die kennen das Geheimnis des ewigen Lebens, die kennen das Geheimnis der Zeitschleife. Nochmals, die Zeitschleife ist eigentlich auch als der Teufel bezeichnet, weil man immer wieder in dieses sogenannte Zeitschleife, Rad des Lebens, Rad des Todes, sage ich mal, immer wieder reingerät und also mit gelöschten Erinnerungen, sage ich mal, und von vorne wieder anfangen muss. Und ist ja klar, dass diejenigen, die hier sich bewusst sind, die Satanisten, alles daran setzen, dir durch Schmerz und Leid dir die letzten Energien rauszusaugen. Das heißt, diese Wesen, die hier sind, machen was Ungöttliches, was Ungöttliches gibt, Leute. Und darum gibt es auch das Endzeit. Diese Satanisten, diese menschlichen Satanisten, sage ich mal, die wirklich daran glauben, dass Satan ihnen wirklich in der Hölle mit ihnen zusammenleben wird, ihnen das Reich Luzifers geben wird, sage ich mal, die müssen richtig verblödet sein. Ne? Es geht hier darum, je mehr Sünde man an sich hat, je mehr Sünde der Mensch in sich, an sich haften lässt, desto schrecklicher wird das Ende für sie sein, Leute. Wenn man die Bibel liest, sozusagen das Endzeitliche, die Apokalypse Johannes, was passiert dann da? Es werden Dinge geschehen, ob von Natur aus, ob von menschlichen Hand verursacht, haben wir hingestellt. Jedenfalls wird diese Welt sich auflösen, diese Welt wird sich verwandeln, wie so eine Art Höhle, Leute. Wenn man so liest, die Berge, die Wälder, alles Materie, schmilzt so eine Art Lava, See und alles drum dran, Leute. Das heißt, wenn man über die Hölle redet und wenn man die ganzen Berichte liest, die Hölle besteht nur aus Lavaseen, aus Gebirgen, aus dunklen, schattigen Gebirgsketten, sag ich mal so. Und wenn man die alten, jetzt diese Endzeitgeschichten über die Bibel liest, dass am Ende der Zeiten genau das passieren wird, dass die Erde aussehen wird wie die Hölle und all diese Sünde, dazu gehören die Satanisten, Leute, all die Sünde, die richtigen Satanisten, könnt ihr euch vorstellen im tiefsten Traum, was mit denen geschehen wird? Die haben von null eine Ahnung, Leute, null eine Ahnung, was ihnen geschehen wird. Das Einzige, was sie interessiert, ist Geld, Macht und nur ihre Perversitäten ausleben und Menschen umzubringen. Aber, ich sag euch nochmal, aber am Ende wird gerechnet, Leute. Am Ende wird gerechnet. Das glaubt mir. Am Ende wird gerechnet. Und ich kann euch 100% sagen, dass diese Welt, so wie wir es kennen, auf demnächst nicht mehr existieren wird. Die Satanisten, die hier alles besitzen, die hier alles haben, die werden am Ende schreien. Die werden nach Jesus Namen schreien. Warum haben wir das getan? Warum haben wir uns verführt? Warum haben wir unsere Seelen verkauft, werden die sagen. Ne? Aber dann ist es zu spät, Leute. Aber nicht für die Menschen. Für die Menschen ist es nicht zu spät, weil in ihnen ist der wahre Gott Christi, die wahre Gott des Lebens, die Unsterblichkeit, das ewige Dasein in der wahren Licht des Lebens. Und das ist Christus. Und der Teufel ist eigentlich das Gegenteil. Ne? Es ist das Sterbliche. Egal wie lange du hier lebst, du wirst sowieso sterben. Das ewige Rad des Todes. Der Tod
kommt immer in dieser Hölle, in dieser Simulation, bei diesem satanistischen Zeitschleife. Aber wie gesagt, der Mensch besitzt im Gegenteil zu den Satanisten eine Art Rettungsboot, würde ich sagen, der die Seele sozusagen aus dieser Ewigkeit herausbringen kann. Er kann die verschlossenen Türen der Hölle hier aufstoßen und das ewige Leben erreichen, Leute. Und darum hassen die Satanisten ja auch alles, was hier mit Jesus zu tun hat. Habt ihr euch nie vorgestellt, wenn man bedenkt, dass in ihren Büchern immer drin steht, Jesus hat nie existiert, alles drum dran, was die da schreiben, ist alles schön gut. Wenn Jesus aber nicht existiert, warum macht ihr euch so viel Sorgen? Warum macht ihr euch so viele Gedanken? Warum hasst ihr diese? Warum spuckt ihr auf Jesus Kreuz? Was ist denn mit euch, wenn sowas nicht existiert? Also irgendwas muss ja da dran sein, warum ihr sowas hasst, sage ich mal, ne? Und darum, Leute, egal was passiert, der Tod ist eine Befreiung. Nochmals für euch. Nochmals für euch. Es ist noch nicht zu spät. Selbst wenn es nur ein paar Tage ist, es ist noch nicht zu spät, Leute. Bekehrt euch. Bekehrt euch zu Jesus. Bekehrt euch zu Christus. Weil am Ende wird er kommen. Nicht der Teufel, am Ende wird er kommen und das gesamte teuflische System zerstören. Deswegen fragen ja viele Christen oder viele, die sich in diesen Bereichen sich bewegen, ja, was soll das denn? Warum kommt Christus? Wir haben ja gedacht, er gibt uns Leben, bababa. Wieso kommt er denn, um zu zerstören? Ganz einfach, Leute. Diese Welt gehört nicht Christus. Diese Welt gehört dem Teufel. Und alles, was hier passiert, all diese Sünder, die hier auf dieser Fläche herumlaufen, werden dann von Christus, die Energie, die hier reinkommt, zerstört, weil es nicht kompatibel ist mit der Energie, womit Jesus kommt. Darum müsst ihr euch bekehren, eure Frequenzen innerlich, euer Bewusstsein komplett umändern, damit ihr positive Energien in euch aufsammelt, damit, wenn die Zeit der Zerstörung kommt, die Zeit der Ernte kommt, damit ihr diejenigen seid, die hier mit ihm in die ewige Welt gehen könnt, Leute. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Wir leben in der Welt des Bösen, des Teufels, der Grausamkeit, aber noch viel schlimmer ist, des Todes, des ewigen Todes. Man lebt, man stirbt, man lebt, man stirbt. Und das ist die Sinnlosigkeit alles Existenz, weil die Satanisten verhindern, dass der Mensch sich zu Bewusstsein kommt und hier diese tote Welt verlässt, Leute. Es gibt ja kein Gefängnis hier, es gibt ja kein seelisches Gefängnis. Das einzige Gefängnis, was ist, ihr seid es. Ihr baut euch euer eigenes Gefängnis mit subtilen Gedanken auf, aber in Wirklichkeit seid ihr wie Götter, Leute. In euch sind Energien, in euch ist ein Teil von den höheren Welten, in den höheren, ja, Jesus Christus, Energiewelten, in euch. Und ihr seid göttlich. Ihr seid viel stärker, als ihr euch das vorstellen könnt. Die Satanisten sind gar nichts. Es sind nur Marionetten eines Spiels, in dem die herumlaufen. Es sind wie NPC-Figuren in einem Computer, Leute. Und ich glaube, die selber wissen nicht, was die hier machen, Leute. Ne? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und die Aussagen, was ich gerade getätigt habe, ist ja nicht von mir. Ihr müsst nur online reingucken. Schreibt dahin, Satanismus bzw. satanistische Kinderopferung. Dann seht ihr hunderte, tausende von Beispielen, was hier auf dieser Welt passiert. Und dann seht ihr auch, was für eine Macht hier hinter allem stecken muss, um das alles zu verschleiern. Aber es spielt alles keine Rolle, Leute. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt am Ende nur die Rolle, dass man sich bekehrt hat, dass man zu Erkenntnis und Wissen kommt, was hier passiert. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit euren innerlich aufgebauten Göttlichkeit hier rauszukommen, Leute. Ihr seid wie Götter. Nicht so wie die Esoterik und ganze Mist erzählen, sondern hier, wie ich in meinen alten Videos schon beschrieben habe, diesen Mechanismus, was man machen muss, beziehungsweise wie man ändern muss, um hier rauszukommen. So, also wie gesagt, auch die ganzen früheren Zeiten, also viele diese technische Zeiten, die wir erleben, da wird ja so viel, gar nicht darüber nachgedacht, weil wenn man bedenkt, dass schon mit diesem schwarzen Magie und alles drum dran, das sind ja hunderte, tausende von Jahren, das praktiziert wird. Das heißt, hier werden dunkle Mächte angerufen, Dämonen aus der Finsternis herbeigeschworen, um irgendwelche Dinge hier zu bewerkstelligen, Leute. Also, wie gesagt, es geht hier um einen Kampf am Ende, am Ende geht es hier um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Jeder hat seine Schachfiguren und am Ende kommt es darauf an, stellt euch mal vor, das sind 100 Leute, die auf einer
Karussell drin sind. Ihr kennt ja diese Karussell, das immer sich schneller dreht und wenn man sich nicht festhält, dann fliegt man aus diesem Karussell. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen, am Ende kommt immer darauf an, sagen wir mal, von den 100 Leuten, die auf dem Karussell drauf sind und wer am Ende sich richtig festgehalten hat, wer sich durch richtige Technik sich gebunden hat, an sich geglaubt hat, der wird vielleicht als Einzelner auf diesem Karussell bleiben und von da aus wird er das Tor in das ewige Leben erreichen, Leute. Ich weiß das, ich sehe jeden Tag das Böse um mich rum, Leute. Wie ich gesagt habe, mich haben die versucht zu töten, mich haben die mit irgendwelchen falschen Anschuldigungen versucht, hier ins Gefängnis zu bringen, Leute. Meine Frau wurde bedroht, meine Frau wurde hier Auto manipuliert, sie wäre fast 2-3 Mal gestorben, Leute. Die selber kamen, standen vor uns, haben uns ins Gesicht gesagt, wir hätten euch schon längst umgebracht. Habe ich gesagt, okay, mach doch. Was habe ich gemacht? Natürlich bin ich überall hingegangen, zur Familie, zu Freunden, habe ich gesagt, pass auf, diese Leute wollen mich umbringen, ne? Das heißt, wenn mir was passiert oder meine Frau hier, wisst ihr Bescheid, wer die waren, ne? Das Schlimme ist, ich sehe die jeden Tag, Leute. Ich sehe diese Missgeburten jeden Tag hier rumlaufen. Ich weiß, ich kann ihre dunklen Energien spüren. Das ist unglaublich. Ich kann sie wirklich fast sehen. Manchmal denke ich, das sind keine Menschen, Leute. Ne? Hinter ihren Masken sind andere Wesenheiten, die hier unter uns sind. Und wahrscheinlich ist das wahrscheinlich am Ende doch so, dass hier ganz oben keine Menschen sitzen, sondern abartige Wesenheiten, die Menschen natürlich mit blöden Dingen durch Geld, durch Macht beeinflusst haben und dann auf ihre Seite gezogen haben. Aber schade für diese Menschen, sie werden nie wieder die Chance erreichen, in die göttlichen Hemisphären raufzukommen, Leute. Ja, ich würde mal sagen, das reicht für heute. Also wie gesagt, zum Abschluss, das Ganze ist nicht von mir. Macht euch selber die Gedanken darüber, ob was da drin Wahrheiten sind oder nicht. Am Ende muss jeder selber wissen, an was er glaubt, Leute. Das war's für heute. Ich würde mal sagen, bis dann und ciao.